Liebe Freunde, wir sind heute hier bei der ESL-Meisterschaft im Landschaftspark in Duisburg. Da hinten geht schon die Luzi ab. Heute wird League of Legends gespielt bis zum Abwinken. Ich bin gespannt, wem wir heute alles begegnen. Ja, und da zeigen wir euch direkt mal, was hier abgeht. Bei mir ist jetzt der Michael Bister, Head of Pro Gaming, sozusagen der Chef vom Ganzen hier. Ja, heute hier in Duisburg, das erste Mal, glaube ich, Freiluft. Was sagst du zur Location? Location ist unfassbar gut. Es regnet zwar, das ist bei Freiluft nicht ganz so berauschend, aber wir haben ja ein Glasdach, von daher sind wir gesichert und safe. Genau, zum ersten Mal Open Air E-Sports, also hier in Deutschland und Europa. Ich bin echt mega happy, die Location an sich, den Landschaftspark in Duisburg. Unfassbar schöne Location, gerade zum Abend hin, wenn alles beleuchtet ist. Also jeder sollte sich das mal angeschaut haben. Ja, gestern war ja schon CSGO und FIFA hier am Start, heute League of Legends. Kleines Resümee zu gestern schon, abends hin. Gestern war unfassbar geil und heute doppelte Menge an Zuschauern. Also das ist League of Legends hier, das rockt gerade alles weg. Aber so gestrigen Abend, ich glaube, das Finale war so gegen knapp 11 Uhr vorbei. Also wirklich, es war eine unfassbare Stimmung. Es war ein sehr, sehr spannendes Match auch. Das Licht war super, die Stimmung war grandios. Ich freue mich auf heute Abend. Was gibt's noch hier alles heute? Ich habe gesehen, hier sind viele verkleidete Leute. Genau, wir haben eins unserer Specials, ist ein Cosplay-Event. Wir haben knapp 20 Cosplayer hier. Das heißt, Leute, die sich in League of Legends-Figuren verkleidet haben. Alle selbst gebastelte Outfits, die sie auch tragen. Wir werden auch gleich so einen Contest machen, eine Modenschau. Und die besten Cosplayer gewinnen auch eine Kleinigkeit. Und von daher gibt's das fürs Auge gleich. Ja, wunderbar. Dann sind wir mal gespannt. Ja, liebe Freunde, wir sind hier mit der Melli. Die ist sozusagen der Host des ganzen Events hier. Ja, Melli, wie geht's dir? Sozusagen. Großartig geht's mir. Ja, klasse. Ich meine, guck dir das Event an. Es ist voll. Es regnet zwar ein bisschen, aber davon lassen wir uns nicht die Laune vertrüben. Ja, aber das Wetter, das passt ja auch zu der Location, dieses mystische, epochale, ne? Also, absolut die Location. Progressive. Wie findest du das so? Mechanisch super geil. Also, es passt einfach super gut rein. Die Leute fühlen sich auch total wohl. Ja. Und aus dem Publikum habe ich jetzt auch nur positives Feedback bekommen. Ich habe mich ab und zu mal ein bisschen reingesetzt, ein bisschen mit den Leuten gequatscht, um mal so ein bisschen nachzufühlen, wie die das finden, draußen in der Kälte zu sitzen. Und ey, die stört das alle überhaupt nicht. Es ist einfach, die genießen die Show und freuen sich darüber, dass wir auch mal woanders sind. Du warst gestern schon hier. Gestern war CSGO und FIFA, heute League of Legends. Dein persönliches Highlight bisher? Ich meine, der Hase auf der Bühne war natürlich der. Der war gut, den habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen, ja, ne? Ich fand den total klasse. Ein bisschen fehlplatziert, aber sonst war ganz okay. Ich denke mal, der läuft außer Konkurrenz, ne? Wäre sonst unfair. Aber den anderen gegenüber natürlich. Ja, selbst. Was hast du denn gedacht? Bitteschön. Was würdest du lieber können? Unsichtbar sein können oder fliegen können? Unsichtbar. Warum? Warum nicht? Das ist eine gute Antwort, ja. Das war's von der Melli und wir gucken uns noch mal ein paar Bilder von der ESL-Meisterschaft hier in Duisburg an. Jo, liebe Freunde, das war's hier von der ESL-Meisterschaft in Duisburg. Hinter uns werden noch die Cosplay-Gewinner gekürt. War auf jeden Fall ein richtig geiles Event. Dein Fazit, Nick? Ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall wieder. Ich bin echt angetan von der Kulisse hier in Duisburg. Ja, richtig die geil. Die Stimmung ist richtig gut. Gleich wieder noch das Finale hier start. Es wird super wieder von den Leuten aufgenommen. Und mein Highlight war natürlich das Cosplay. Wieso, das werdet ihr natürlich noch sehen. Am Sonntag dann auf jeden Fall einschalten. Morgen seht ihr auf jeden Fall auch noch ein kleines Quiz mit dem guten alten Hand of Blood. Mal schauen, wie ich mich da in League of Legends Facts gegen ihn geschlagen habe. Von daher sage ich mal, bis morgen. Bis morgen. Und das war's erstmal hier aus Duisburg. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Aufräumen.